My Friend, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem weiteren FIFA 23 Tutorial hier auf meinem YouTube-Channel. Heute habe ich ein weiteres Offensiv-Tutorial für dich parat. Es geht um das gezielte Aufbauspiel in FIFA 23 und ich präsentiere dir heute meinen gezielten Aufbau. Ich habe den ein bisschen zerlegt, so dass ich dir im Detail zeigen kann, was ich so mache von der Defensive bis zur Offensive, um gezielt bis in den Strafraum des Gegners mich hineinzuarbeiten. Und ich bin sicher, dieses Tutorial wird dir dabei helfen, gut nach vorne zu kommen, vor allem sicher nach vorne zu kommen und ein Muster zu entwickeln, wie du nach vorne kommst. Weil du kennst das vielleicht, viele von uns, wenn wir ins Game reinstarten, vor allem zu Beginn von FIFA, haben keinen Plan, wie wir aufbauen und wie wir angreifen sollen. Geht mir genauso zu Beginn. Und irgendwann mit der Zeit entwickelt sich ein Muster, wie du nach vorne kommst, vor allem wie du gezielt nach vorne kommst, mit der Gewissheit, wenn ich das und das tue, dann geschieht das und das. Ursache und Wirkung. Und ich habe mittlerweile ein Angriffskonzept, wo ich weiß, wenn ich so über die Flügel komme, zum Beispiel, was heute primär der Schwerpunkt sein wird, dann passiert das und das. Und das möchte ich dir heute vorstellen. So hast du ein Fundament und eine Basis für dich, falls du da noch ein bisschen am Wackeln bist. Ich werde dir helfen, okay? Wenn dir das Video am Ende gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Abonnier meinen Kanal für mehr FIFA 23 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials. Du weißt, hilf mir zu wachsen auf Instagram, indem du mir ein Follow dort lässt. In der Videobeschreibung findest du den Kanal. Ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Das geht nur zusammen. Nur mit euch. Vielen Dank. Und komm zu meinen Livestreams. Ebenfalls in der Videobeschreibung. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr findest du packende Action, Unterhaltung und Spannung in den Streams und ganz viele Hilfen zu FIFA 23. Schreibe auf jeden Fall dort dann rein. Hey Mirza, ich bin von YouTube. Ich sehe es. Es wird markiert. Vor allem, wenn du zum ersten Mal reinschreibst. Ich freue mich auf dich. Komm da rein. Wir sehen uns da. Und lade dir die NGU-App kostenlos herunter und nutze die Performance-Tabelle völlig kostenfrei, um gezielt besser zu werden in FIFA. Trage jedes Ergebnis ein und du wirst merken, von Spiel zu Spiel, wie du dich allein dadurch schon steigern wirst. Nutze es. Es bringt dich weiter. So, das war's mit dem Intro. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil dieses Also, du siehst im Hintergrund jetzt einige Szenen vorbereitet. Du siehst oben auch den Controller vorbereitet. Ich achte jetzt vor allem in den Livestreams auch rechts unten die Kamera zu haben. Es war etwas gewöhnungsbedürftig zu Beginn, aber ich mache das gerne, weil du dann im Stream einmal die Möglichkeit hast zu sehen, was ich oben eingebe. Und bei den Tutorials siehst du auch, was ich oben eingebe. Du kannst dann immer wieder Halt machen, dir anschauen, was ist hier passiert und dann wieder weitermachen. Und das finde ich eine feine Sache. Deswegen habe ich es reingepackt. Jetzt, bevor wir in diese Szenen reinstarten, kurz mal zum Controller. Was genau nutze ich für meine Angriffe? Also, es gibt drei Elemente, die das Fundament bilden. Drei verschiedene Elemente. Und zwar einmal ist es das Zickzack-Dribbling, ganz wichtig, um dich vom Gegner wegzudrehen, um für Sicherheit zu sorgen im Aufbauspiel. Zickzack-Dribbling-Tutorial habe ich schon gemacht. Bitte schau es dir an, ich werde es dir hier markieren. Das ist das absolute Fundament im Aufbauspiel. Das ist so wichtig, wenn du Sicherheit im Aufbau haben möchtest. Also das Zickzack-Dribbling. Dann Nummer 2, L1. L1, ganz wichtig. L1 zum Spieler schicken und L1 für Doppelpässe initiieren. Wenn du nämlich einen X-Pass mit gehaltener L1-Taste spielst, dann wird das ein L1-X-Pass und der Spieler, der den Pass gespielt hat, fängt an zu laufen. Der macht einen Run und zeigt so mit dem Finger. Du schickst den quasi. Und das ist wesentlich, damit du die Spieler mit nach vorne bringst, um eben gezielt anzugreifen. Also L1 ist wichtig. Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht. Ich werde auch das dir hier markieren. Schau dir das am besten auch an, falls du es noch nicht gesehen hast. Das hat bisher schon vielen Spielern geholfen. Danke im Übrigen für das Feedback zu all den Videos bisher. Es ist mir echt ein absolutes Vergnügen, jedes Mal hier zu sitzen und diese Videos für dich aufzunehmen. Und ich mache es wirklich gerne. Dann, drittes Element ist das magische Dreieck. Natürlich. Das magische Dreieck. Vielleicht sagt dir das was aus vergangenen FIFA-Teilen. Das magische Dreieck bedeutet, dass wenn du aufbaust, du immer mindestens zwei weitere Spieler hast, denen du den Ball zuspielen kannst. Also niemals nur einen Spieler direkt, sondern ein Dreieck.
Je mehr Dreiecke du bildest, desto sicherer wird dein Aufbauspiel, weil der Gegner nicht zeitgleich alles verdecken kann. Außer er macht totes Teampressing und so weiter. Und auch da gibt es Lösungen. Aber grundsätzlich fürs übliche Aufbauspiel ist das magische Dreieck wichtig. Und wenn du dir Livestreams anschaust von Pros, dann wirst du merken, dass bei ihnen ganz automatisiert, völlig unbewusst auch das magische Dreieck immer zugegen ist. Weil so weißt du einfach, dass du einmal Sicherheit hast und dass du schrittweise dich gefährlich nach vorne arbeitest. Deswegen sind das die drei wichtigsten Komponenten. Das heißt einmal das Zickzack-Dribbling, dann das L1 fürs Schicken und das magische Dreieck. Und mit L1, wirst du sehen, schickst du einen Spieler weiter nach vorne und bildest bewusst ein weiteres magisches Dreieck mit dem Außenverteidiger, dem ZM und dem Flügelspieler. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt hier zusammen an. Wir gehen mal in die erste Szene hinein, du siehst sie hier. Du siehst, ich bewege mich erstmal mit Zickzack weg und jetzt fängt der Angriff hier quasi an. Du siehst hier schon das magische Dreieck, was hier geschieht. Du siehst es hier. Also ganz egal, was ich tue, immer herrscht das Dreieck und ich komme dadurch gezielt nach vorne und kann mir diese Tore hier erspielen, wie sie hier geschehen sind. Schauen wir uns das nochmal hier an. Was ist hier passiert? Also, nach dem Zickzack, das ist ein Element. Das heißt, diesen Baustein haben wir hier erfüllt. Pass nach hinten und du siehst hier, ich habe jederzeit, am Radar siehst du es auch, ein Dreieck. Und das hast du grundsätzlich, wenn du den Außenverteidiger, den ZM und den Flügelspieler nutzt. Das heißt, du kannst dich hier dann wieder bewegen, passt nach außen, passt nach unten. Und schau mal, hier habe ich wieder, da habe ich ein Dreieck, da habe ich ein Dreieck. Das heißt, ich habe immer mindestens zwei Anspielstationen. Und was ich jedes Mal mache, ist, ich nutze L1, um mein Spiel von der Defensive zur Offensive zu verschieben. Das mache ich einmal mit dem Außenverteidiger und einmal mit dem Flügelspieler. Oft angefangen mit dem Flügelspieler, um zu testen, was der Gegner macht. Du siehst hier, schau mal, ich schicke jetzt hier Dembélé und dann arbeite ich mich hier. Wenn wir uns das hier anschauen, gehen wir nochmal zurück und schauen uns mal den Controller an, was hier denn geschieht. Moment. Also, schauen wir mal. Dembélé ist der Pass zurück. Du siehst hier, L1 und X ist der die Eingabe hier oben, ich schicke jetzt Hakimi bewusst. Sobald ich diesen Pass gespielt habe, fängt er an zu laufen und macht den hier. Dembélé hat währenddessen eh schon Raum. Jetzt siehst du, was für ein Überzahlspiel ich mir vorne schaffe, damit ich dort auch mit Dreiecken arbeiten kann und damit ich Sicherheit habe. Ich möchte hierzu sagen, es erfordert etwas Übung, dich hier zu bewegen. Weil du hast es auch schon teils beim Miyagi Run gesehen. Ich schicke den gerne nach vorne, aber das ist die hohe Kunst des Offensivspiels. Wenn du das hinbekommst, wenn das in Fleisch und Blut ist, dann hast du permanent offensives, kraftvolles Spiel und gleichzeitig Sicherheit. Schau, ich schicke den nach vorne und jetzt sehe ich allerdings, da ist Dembélé frei. Jetzt habe ich den Pass auf Dembélé gespielt, aber der läuft halt mit, ne? Der läuft mit und sorgt fürs Überzahlspiel, ist allerdings diesmal nicht notwendig und ich schieße das 1:0. Gehen wir in die nächste Szene, dann ist es vielleicht nochmal greifbarer. Ich lasse sie mal durchlaufen. Du siehst hier, ich mache einen Doppelpass, passe jetzt nach unten auf Hakimi. Da kommt Hakimi, der läuft nach vorne. Schau mal, wieder das Dreieck, L1 und X, er läuft. Ah, geht noch nicht, okay. L1 und X mit Vincentius. So, und jetzt der Pass, bam, in die Tiefe. Jetzt bin ich hier und habe den Raum, bewege mich jetzt quirlig und suche die Möglichkeit, und ich finde sie auch gleich, Achtung, da, hopp, das kennst du vielleicht von dem Tutorial R1 Drehung im Strafraum, das habe ich dir da schon vorgestellt. Ich markiere dir hier, oben markiere ich dir das Video. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Video zuerst kommt, also das R1 Video und dann das Aufbauspiel-Tutorial. Deswegen kann ich es dir jetzt hier markieren. Wenn das hier zuerst kommt, dann findest du da oben keine Markierung und dann weißt du, was das nächste Tutorial ist. Okay, aber der Ablauf steht eigentlich schon fest. So, Überraschungen wahrscheinlich eher nicht. Gehen wir zurück und schauen wir uns die zweite Szene an. Also, du siehst hier, da ist wieder das Dreieck. Das magische Dreieck ist immer da. So, ich passe jetzt nach unten und schau mal mit Hakimi. Ich gehe hier einen Tick zurück. Du siehst, wenn der Gegner kompakt steht, und das tut er hier, du willst ja irgendwie nach vorne. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Natürlich kannst du hier reinpassen und dann schauen, ja, vielleicht ergibt sie was. Das kann geschehen. So spielen viele Spieler. Ja, ich gehe mal rein und dann schaue ich mal, was passiert. Und vielleicht kommt was und wenn nicht, dann nicht. Na, also, vielleicht passiert was. Allerdings, wenn du erkennst, der Gegner ist vorsichtig, wirst du merken, es fruchtet nicht so. Du kannst es auf jeden Fall so probieren. Vielleicht rennt er rein und du drückst Dreieck und bist durch. Aber wenn es nicht klappt, dann gehst du hier raus und nutzt die Dreiecke über außen. Pass auf, du hast hier ein Dreieck, du hast hier ein Dreieck. Siehst du, das ist die 4-2-2-2-Formation im Übrigen.
4-2-2-2 hat ganz, ganz viele Dreiecke, so wie 4-2-3-1. Du findest das Taktikvideo auch hier oben verlinkt, die Betontaktik, du kennst sie. So, pass auf, ich passe jetzt nach unten und du siehst jetzt hier, schau mal, L1 und X mit Hakimi hier. Bam. So, und jetzt passe ich hier und du siehst, Hakimi bewegt sich nach vorne und jetzt habe ich ein neues Dreieck weiter vorne. Ich bewege mich quasi in Babyschritten, der Weg der kleinen Schritte, bis zum Strafraum des Gegners. Und das gleiche mache ich jetzt hier. Schau mal, ich passe und hier L1 und X. Schauen wir, ob wir es erwischen. Achtung. Ja, ich passe. Come on, come on, come on. Da. Siehst du? L1 und X mit Dembélé. Und jetzt fängt er an zu laufen und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ich könnte vielleicht sogar hier durchstecken. Also ich könnte durchstecken. Du siehst, ich bin hier ziemlich durch. Allein einmal schicken hätte schon ausgereicht. Siehst du, wie gefährlich L1 ist? So, ich habe dann nicht gespielt und habe hier L1 und X mit Vincentius gespielt und dann den Pass hier rein. Aber den Pass konnte ich nur spielen, weil Dembélé ja schon weiter war. Du siehst, alles ist verbunden. Weil ich Dembélé da nach vorne geschickt habe, konnte ich Dembélé dann anspielen, um dann den Dreieckpass auf Vincentius zu spielen. It's connected. Und wenn du weißt, wie es geht, dann kannst du es gezielt immer wieder herbeirufen, dass du dich hier reinbewegst. Und dann hast du halt eben hier diesen gefährlichen Angriff, wo du dann hier, zack, die Drehung machst und das Tor. Schauen wir uns die nächste Szene an. Du siehst, das ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut. Du hast hier wieder das Dreieck. So, jetzt bin ich eher in der Mitte und jetzt kommt das, was ich vorhin gemeint habe. Schau mal, wenn die Möglichkeit mal da ist, durchzustecken, dann mach das, dann ergibt sich ja auch Raum. Ich meine, diese Möglichkeiten gibt es und die passieren immer wieder mal. Du siehst, schau mal, auch hier ist es ein Dreieck. Ich kann hier nach außen passen und ich kann hier in die Tiefe passen. Vor allem, wenn du öfter über außen angreifst, gewöhnt sich der Gegner vielleicht irgendwann dran und dann öffnet er hier die Lücke. Man weiß es nicht. Das wirst du dann intuitiv entscheiden. Wichtig ist, dass du vorher schon das Wissen hast und es dann schon langsam für dich umgesetzt hast, damit es irgendwann aus dem Unterbewusstsein einfach nach oben kommt und plötzlich geschieht. Du wirst es erkennen, du brauchst dann überhaupt keinen Gedanken mehr in diese Richtung schicken. So, das kann also geschehen. Du siehst hier beim nächsten Angriff, der ist ähnlich aufgebaut. Schau mal, hier, Mondi, okay? Ich bewege mich, Dreieck ist da, siehst du? So, pass nach oben. So, wieder das magische Dreieck. Ich drehe mich weg, zickzack, magisches Dreieck. Schau mal, wie ich den jetzt schicke mit L1 und der läuft durch und dann stecke ich den Ball auch durch, laufe weiter mit Mondi, mach den druckvollen Pass und it has not clapped, leider. Ganz knapp gescheitert. Aber es war ein herausragender Angriff, kaum zu verteidigen. Und du siehst, wie der entstanden ist. Erstmal habe ich mich hier herangetastet und ich sehe, der Gegner steht recht kompakt. Okay, so, ich passe hier wieder zurück, passt und jetzt fange ich bewusst an, diesen Angriff einzuleiten. Mit dem Außenverteidiger. Achtung, hier oben. Ah, habe ich jetzt nicht erwischt, gell? Ja, da war die Verbindung auch nicht so geil. Das heißt, du siehst gleich, wann ich eingebe. Da, hier gebe ich ein. Du siehst anhand dessen, dass die Server immer noch nicht so mega geil sind. Also wenn du hier schon die Eingabe machen darfst, dann weißt du, es dauert halt eben ewig, bis der überhaupt was umsetzt. Deswegen gibst du am besten jetzt schon ein. Sonst nimmt er erst den Ball an. Sei bitte hier vorsichtig, vor allem wenn die Server delayed sind. Nicht erst warten, bis der Ball fast an deinem Fuß ist und dann, weil sonst nimmt er den Ball an und spielt dann den Pass. Vorher schon eingeben, weil die Server das ja erst später checken. It is what it is. So, dann kommt also der L1X-Pass und du bewegst dich mit Zickzack. Schau mal hier nach vorne. Hopp, 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 Zickzack. Und jetzt ist der Raum da. Dreieckpass nach vorne, durchpreschen und leider. Ich weiß nicht, was Mbappé sich hier denkt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nicht ganz funktioniert mit dem Abschluss, aber es war ein toller Angriff. So, eine weitere Szene, du siehst sie hier. Achtung, ich habe hier den Ball, Dembélé. Ich drehe mich weg. Hakimi, schau mal. L1 und X. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich passe hier in die Mitte. So, ich erkenne, hier wird es eng. Ich passe zurück und jetzt kommt es gleich. L1 und X, Hakimi. Er läuft nach vorne. Zickzack-Dribbling, um mich auszurichten. Und jetzt bin ich hier. Du siehst, wie ich mich hier fest verankere da unten. Wie bissig ich bin. Ich beiß mich fest und gehe da nicht mehr weg. Schau mal. Und dann habe ich den Raum hier mit Hakimi und kann in die Mitte passen. Leider habe ich es hier ein bisschen übertrieben. Schau mal, das war so diese Phase, wo ich immer wieder versucht habe, auch den Miyagi-Run zu machen. Bitte schau dir das hier an. Wenn du hier hineinpreschst, hast du die Möglichkeit, den Miyagi-Run zu machen. Du hast aber auch die Möglichkeit, einfach in den Rückraum zu passen und diese Linie hier zu nutzen. Das ist Wahnsinn. Also wenn du weißt, wie du da hineinkommst, hast du immer Spieler hier, die du nutzen kannst zum gezielten Passspiel. Pass, Pass, Skill-Move oder noch ein Pass, was auch immer. Oder gleich Schuss. Das machst du dann, wenn du in der Situation bist. Intuitiv, dann weißt du es. Aber du siehst, wie machtvoll das ist, sich hier hineinzubewegen. Wie ich mich hier fest verankere da vorne und auch nur, weil Hakimi durchgeprescht ist. Schau mal,
Stehen da 100 Mann und es ist Betonung. L1X Hakimi, schick ihn durch. Sei vorsichtig bitte, mit Zickzack-Dribbling, dass er dir nicht den Ball wegnimmt. Und jetzt bewegst du dich und Hakimi ist jetzt hier. Ja? Schau, und du hast hier ein neues Dreieck. Das heißt, du hast das alte Dreieck verlagert nach vorne. Jetzt hast du ein neues Dreieck hier und kannst mit dem neuen Dreieck arbeiten. Da ist Hakimi. Schau mal. Jetzt passt zu Hakimi, wieder L1 und X, wieder ein neues Dreieck. Jetzt läuft er und dann bist du hier. Das ging auch alles nur, weil ich Hakimi von Anfang mitgenommen habe und das Dreieck verlagert habe nach vorne mit L1. Also Zickzack, L1, magisches Dreieck. Immer diese drei wesentlichen Sachen. Und wir haben noch eine Szene. Ich glaube, das ist die letzte Szene. Ich erobere jetzt gleich den Ball. Ja, und du siehst auch hier gleich wieder, schau mal, ich habe mit Vini den Ball. Spiele ihn nach hinten zurück, ganz nach oben. Da ist wieder L1. Schau mal, wie ich ihn mit L1 schicke. Siehst du, er überläuft da. Da ist der Raum. Ich lasse ihn jetzt hier. So, jetzt habe ich aber das Dreieck verschoben. Du siehst, jetzt ist das Dreieck hier. So, und dadurch, dass das Dreieck hier ist, kann ich Hakimi anspielen. Und er ist dann da vorne. Und ich kann hier dribbeln und fast das Tor schießen. Man muss allerdings auch sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt, was Abschlüsse angeht, noch etwas unbeholfen. Also, du siehst hier, Geschicklichkeit kommt erst mit der Zeit, was Schüsse angeht. Aber wie ich das herausspiele, das ermöglicht mir erstmal die Schüsse. Und auch hier hast du wieder gesehen, Hakimi war vorne mit dabei, weil ich ihn gezielt mit nach vorne geschickt habe. Sonst hätte ich ihn gar nicht verwenden können. Das heißt, ich habe einmal mehr das Dreieck verschoben nach vorne und konnte dort meine Kombos machen. Und wenn du das gezielt übst, wirst du merken, irgendwann hast du das so im Blut. Du denkst gar nicht mehr darüber nach. Du schickst die Spieler quasi von selbst. Und es sind Muster, die du immer wieder abspielst. Und zeitgleich mit dem anderen Auge siehst du natürlich auch, ob sich in der Mitte irgendeine Lücke öffnet für einen Dreieckpass. Bei den beiden Stürmern zum Beispiel. Du musst nicht immer über die Flügel preschen. Aber so hast du einen gezielten Spielaufbau, wenn du merkst, boah, der Gegner, der ist schon sehr kompakt in der Mitte und ich komme da mit meinem schnellen Spiel nicht so durch. Ist doch was Gutes, oder? Du wirst in meinen Livestreams merken, dass ich genau so spiele. Das bin ich, weil ich genau weiß, so komme ich immer wieder nach vorne und habe die Kontrolle über das Spiel. Also schaust dir am besten nochmal live an, dann hast du nochmal mehr Greifbarkeit. Du findest in der Videobeschreibung den Weg zu den Streams. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr bin ich da. Und wenn du reinkommst, bitte schreibe mir so, hey, ich bin zum ersten Mal hier von YouTube. Ich sehe es markiert. Wenn es der erste Kommentar ist, dann sehe ich dich. Und ich freue mich auf dich. Und da wirst du auch ganz viel lernen und gleichzeitig wirst du unterhalten werden und ja, mit mir gemeinsam einen schönen Abend verbringen. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir dieses Video grundsätzlich hier gefallen hat und ich dir mit diesem Aufbauspiel hier helfen konnte, dann bitte ich dich um einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord. Abonniere diesen Kanal für mehr FIFA 23 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und Glocke aktivieren nicht vergessen für Benachrichtigungen. Folge mir auf Social Media, auf Instagram, um mich zu unterstützen beim Wachstum. Ich danke dir dafür. Es geht nur mit dir zusammen und ich freue mich sehr, dass du mir da hilfst. Vielen, vielen Dank. Und natürlich ein Hinweis wieder auf die NGU-App. Lad sie dir bitte herunter. Dort findest du die Performance-Tabelle und nicht nur das. In der NGU School kommen jetzt auch wieder reihenweise neue Tutorials in der Praxis. Vielleicht hast du das noch nicht gesehen. Gönn dir das einmonatige kostenlose Pro-Abo in der NGU-App. Dann hast du Zugriff auf alle Videos. Und schau dir an, was die nächsten Wochen dort alles für Videos in der School kommen. In der Tiefe, in der Praxis, wo ich selbst ins Game hineingehe und dir live erkläre, wie etwas zu üben ist und was ich da mache. Ist eine tolle Sache. Etwas anders als hier auf YouTube. Sehr hilfreich. Schau es dir unbedingt mal an. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen oder dich zumindest auch unterhalten. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Tutorial. Tschüss! Bis dann!